Ja, auf die Couch, gutes Buch und Teechen dazu, liebe Zuschauer. Damit hallo und schönen guten Abend. Ja, auch heute gibt es tatsächlich kaum Neues zu verkünden. Mit viel Glück erwarten uns diesen Sonnabend vielleicht auch mal kurz hier so ein Himmel wie hier über Quedlinburg. Zumindest ist es wünschenswert, denn die Sonne hat sich diesen Monat so richtig rar gemacht. Umso mehr freut man sich über diesen Anblick. Frau Steinberg aus Wernigerode, Ihnen dafür vielen Dank für diesen Lichtblick hier. Jetzt ist es eh dunkel zu erwarten, haben wir das gleiche Spiel wie seit Tagen und eben auch Nächten. Es ist stark bewölkt, dazu vereinzelt nass, aber meist so durch Sprühregen. Der Wind ist schwach unterwegs, die Temperaturen angenehm mit 8, 9 Grad. Morgen wiederholt sich das Ganze so ähnlich. Von der Sonne gibt es weit und breit ja kaum eine Spur. Dafür Sprühregen. Ja, immerhin gibt es aber milde Temperaturen. Morgen gibt es 13, 14 Grad. Und das bleibt dann auch erst einmal noch so. Sonnabend hoffentlich mal ein bisschen Sonnenschein. Sonntag meist trüb. Die neue Woche, die bringt dann vielleicht mehr Sonne mit. Könnte sogar auch aufheitern. Warten wir es ab und hoffen drauf. Ja, seit Tagen haben wir das gleiche Wetter. Und dann ist es auch noch so unspektakulär. Liebe Zuschauer, damit hallo und schönen guten Abend. Ja, ein gut gemeinter Tipp, ab auf die Couch, gutes Buch und Teechen dazu. Ja, und Nachtschwärmer, die müssen sich auch nicht umstellen. Es bleibt ja stark bewölkt. Dazu ab und zu mal so ein bisschen feucht. Die Temperaturen angenehm bei 6 bis 7 Grad. Und morgen wiederholt sich das dann alles so ähnlich. Von der Sonne gibt es ja weit und breit kaum eine Spur. Sprühregen dafür, aber immerhin ist es mild. Und das bleibt auch erst einmal noch so. Sonnabend hoffentlich mal ein bisschen Sonnenschein. Sonntag meist trüb. Die neue Woche bringt dann vielleicht mehr Sonne mit. Könnte sogar mal kurz aufheitern. Bis morgen.